Also ich bin die Doro, ich bin 27 Jahre alt, ich wohne seit Februar 2013 in Berlin und ja, ich studiere Fotografie. Ich komme ursprünglich aus München, wohne aber dort seit 9 Jahren nicht mehr. Habe dazwischen in London und Wien und Bangkok gewohnt. Und dass ich so viel umgezogen bin, das ist halt wirklich, oder dass ich so viel gereist bin, das war einfach sehr viel Zufall dabei und sehr viel Glück. Und ich bin ein Mensch, der sehr spontan entscheidet und sehr aus dem Bauch heraus. Ich glaube, wenn ich rationaler wäre, wäre ich auch nicht so viel unterwegs gewesen. Und ich brauche nicht sehr viel Sicherheit in meinem Leben. Und ich glaube, das ist noch eine andere Sache, die dazu zählt, weil Menschen, die immer ihr Nest brauchen, die können das, glaube ich, gar nicht. Und ich brauche das einfach nicht. Also mein bester Freund in Wien hat mal zu mir gesagt, du bist wie so eine Kakerlake, du hast dich jeder Umwelt Angst. Das ist sehr speichelhaft. Ja, und ich glaube, so ist es auch. Also so, ich kann mich relativ schnell neuen Gegebenheiten anpassen und die akzeptieren. Also was ich im Nachhinein darüber denke, ist eine andere Sache. Aber während ich in einer Situation bin, bin ich einfach da und urteile auch nicht großartig darüber. Also deswegen glaube ich, kann ich auch ganz gut mit schwierigeren Leuten arbeiten in der Fotografie, weil die nie das Gefühl haben, dass ich sie beurteile, was ich auch in dem Moment nicht mache. Was besonders an Berlin ist und weswegen, glaube ich, viele Menschen sich hier sehr wohlfühlen, ist, dass man einfach so sein kann, wie man will. Also man kann einfach, es ist egal, ob man nackt auf der Straße rumläuft oder ob man, keine Ahnung, ein Opern-Outfit anhat, so die Menschen wundern sich zwar vielleicht, aber es ist nicht so, als ob es wirklich relevant wäre. Und es ist einfach eine sehr entspannte Stadt und es gibt so viele verschiedene Persönlichkeiten hier und jeder hat seinen eigenen Spleen. Und es mischt sich alles sehr und es ist einfach sehr, weiß ich nicht, es ist einfach sehr offen. Und es passiert einfach so viel und keine Ahnung, jegliche Art von Menschen ist akzeptiert. Und das finde ich schön und sehr international. Das gefällt mir auch sehr gut. Ich glaube, Berlin hat mich insoweit verändert, dass ich mutiger geworden bin, was viele Sachen angeht. Also einfach dadurch, dass man so frei sein kann, kann man eben auch alles ausprobieren. Und wo es in anderen Städten gewisse Normen gibt oder gewisse Konventionen, die einen zurückhalten, Sachen auszuprobieren. Also bei mir ist es vor allem in kreativer Art und Weise gewesen. Gibt es hier diese Grenzen halt nicht. Und dadurch wird man natürlich auch selbstbewusster und auch selber freier im Denken, schätze ich mal. Also ich glaube, mein Zuhause ist Berlin, weil ich mich hier etwas sehr wohl fühle, weil ich hier meinen Freundeskreis habe, meine Arbeit, mein Netzwerk in gewisser Art und Weise. Und ja, deswegen ist es Berlin. Und ich habe auch nicht vor, aus Berlin wegzuziehen. Thank you.